Hallo und willkommen bei Tech Talks in der Backfabrik. Für mich ist der erste Tech Talk hier. Ich freue mich, dass mich der Markus Buckmeier da eingeladen hat, dass ich hier sprechen darf, weil ich bin zwar seit 20 Jahren an der Fachhochschule, war davor eben aber 11 Jahre in der Wirtschaft, war eher im DevOps-Bereich unterwegs und unterrichte jetzt hauptsächlich. Und die Tech Talks sind ja großteils darauf spezialisiert, dass man zeigt, was man als Arbeitnehmer in einer Firma macht. Und wir unterrichten, und daher heute jetzt eine Lehreinheit aus einem unserer Masterstudiengänge etwas gekürzt. Und habe da mir ein Thema gesucht, das auch hierher passt und eventuell auch für die Industrie relevant ist, nämlich aus dem Big Data Bereich. Und in meinem ersten Talk möchte ich mich für Big Data der Frage stellen, was ist eigentlich Big Data? Ist das Big Data-Thema nur begrenzt auf Volume? Also geht es nur um Datenmenge? Geht es nur um Gigabyte, Terabyte, Petabyte oder geht es auch darum, dass man andere Parameter berücksichtigt in dieser Definition? Und da gibt es eben verschiedene und der wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments hat 2016 eine Definition geliefert, die mehr umfasst, nämlich dass wenn man Daten aus verschiedenen Quellen sammelt, verarbeitet, analysiert und dann daraus einen mehr Nutzen generiert, dann ist es Big Data, wenn diese Verarbeitung auch noch schnell passiert. Was ist jetzt Big Data? Das ist eine Definition, die sich in der Historie laufend geändert hat, aus meiner Sicht. Und der erste große Sprung in dem Bereich war die Erfindung von relationalen Datenbanken, liegt allerdings schon zurück im letzten Jahrhundert, man kann jetzt auch schon sagen im letzten Jahrtausend. Und das war der erste große Sprung in dem Bereich. Jetzt mit den wachsenden Datenmengen sind die relationalen Datenbanken aber dann vom Konzept her ins Schwimmen gekommen, weil sie horizontal, das ist das Scale-Out, nicht so gut skalieren, weil sie eben Asset-Transaktionen, sage ich nachher noch ein paar Dinge dazu, eben unterstützen und das verhindert da eben eine lineare Skalierung und sie skalieren nur logarithmisch. Das ganz große Thema am Anfang unseres Jahrtausends, sage ich jetzt einmal, war, dass zusehends die Variabilität der Daten, die Variety, zum Thema geworden ist. Gerade bei Rapid Development wollte man sich zu Beginn nicht an strikte Datenbankschemen halten, Tabellen voranlegen und dann zu arbeiten beginnen und vorher schon einen langen Überlegungsprozess haben. Man wollte drauf losentwickeln und das Datenbankschema sollte mitwachsen während der Entwicklung. Das heißt, es sind alte Datenbankideen aufgegriffen worden, zum Beispiel Document Stores, die gibt es doch schon ein bisschen länger, aber es sind neue Datenbankhersteller auf den Markt gegangen, die da in dem Bereich, in diese Bresche gesprungen sind und haben eben jetzt Graph-Datenbanken, Dokumentendatenbank, relativ neu sind die White Column Stores und die Key Value Stores, das hat Amazon erfolgreich gemacht und das oberste Google. Und aus dem Ganzen sind auch neue Filesysteme hervorgegangen, die besser skalieren, zum Beispiel Hadoop, das auf dem Google-Filesystem basiert. Messy-Data wird je nach Definition eben auch zur Variety gezählt, also zur Variabilität der Daten, wie sie ausschauen, oder halt auch dann später zur Veracity, wo ich noch was sage. Und für den Webbereich sind Images und Video noch dazugekommen, das ist aber nicht der Kern von meinem Vortrag heute dann ganz. So. 2022, 26.01. Tabakfabrik Linz. Was ist Big Data? Es hat Pioniere gegeben. Wir assoziieren aktuell Big Data mit den Namen Amazon, Google und Facebook und ähnlichen Dingen, also mit diesen Social Media Plattformen und den Internet as a Service Provider, die wirklich riesengroß geworden sind, vor allem einmal bei der Datenmenge. Aber wenn ich mal hinschaue, von wann die Papers stammen, dann sind wir bei 2004, 2010, 2009, 2007. Zu dieser Zeit haben die ihre neuen Konzepte auf der SOSPIN New York präsentiert und haben damit die Art, wie wir Internet denken, revolutioniert, vor allem das World Wide Web.
Aber ich stelle jetzt die provokante Frage, ist das noch immer Big Data? Sind Sie immer noch die Pioniere? Wir schreiben 2022, also wir sind 12 Jahre über dem, was da das letzte Paper war. Okay, das Volume haben wir abgehandelt, wir wollen mit große Datenmengen verarbeiten. Wir haben über die Variabilität, wie Daten ausschauen, gesprochen und es gibt aus meiner Sicht letzten Trend das V-Velocity. Also die Geschwindigkeit, in der wir Daten verarbeiten, bestimmt aktuell das, was wir als Big Data bezeichnen. Also die Verarbeitung muss nicht nur große Datenmengen schaffen, die dürfen nicht nur völlig variablen sein, die Daten, sondern die Verarbeitung muss auch noch schnell gehen. Und das ist jetzt das Ding, Need for Speed. Die Storing, Processing und Analytics, da wollen wir Daten reinholen, und dann Decisions und Recommendations machen. Also wir treffen aufgrund der Datenanalysen, die wir da herinnen machen, später Entscheidungen, Geschäftsentscheidungen oder sprechen Empfehlungen aus. Wer hat außer mir das noch bestellt und was hat der noch dazu bestellt? Wer hat wen geliked und wer steht mit wem in Verbindung? Das muss mittlerweile relativ schnell gehen. Echtzeitwerbung, das einspülen, wo der gerade drauf ist, die passende Werbung gleich in Echtzeit daneben hin zum Beispiel. Die 3V hat die Gartner Gruppe 2009, nein, wann? Egal. Da war es 2012, dann ist dann, das war die O'Reilly, das war das 3V aus, da weiß ich es jetzt nicht genau, das ist aus einem Datenbuch, das auch über sich Big Data beschäftigt. Da kommen nur 2 Vs dazu, die Veracity, wie messy sind deine Daten? Weil wenn du Unsinn in deine Datenbank reinspeicherst, wird bei jeder Analyse hinten Unsinn rauskommen. Also wie wahrhaftig, wie sauber, wie gut ist deine Gartenqualität, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, der für mich halt eigentlich das Variety bei Messy Data eigentlich besser beschreibt. Und dann der Value, wann soll ich Big Data machen? Das hat ja das Europäische Parlament in seiner Definition auch drinnen, Big Data soll einen Mehrwert schaffen. Und was ist dieser Mehrwert, dieser Value, wenn ich meine Daten analysiere, Analyzing Data? Und da bin ich halt auch bei unterschiedlichen Aspekten. Der eine ist ein sehr monetärer Aspekt, schaffe ich mit den Analysen Geschäftsprozesse besser zu entscheiden, schneller zu entscheiden, bin ich mit der Time to Market besser dran. TCO, ROE für Leute, die halt im Wirtschaftsbereich die Begriffe und Abkürzungen kennen, Return on Invest, Total Cost of Ownership, das spielt alles da eine Rolle. Aber ich glaube auch, dass dieser soziale Aspekt, nämlich der gesellschaftliche Aspekt, kann ich mit Datenanalysen für die Gesellschaft einen Mehrwert schaffen, der steht für mich da auch im Mittelpunkt bei Value. Man kann halt mit eben den Analysen, die Google zum Beispiel gemacht hat, mit Röntgenbildern, TBC viel besser erkennen als ein Arzt. Die haben da, weiß nicht, wie viel Befunde durch eine KI gejagt, die ist besser wie ein Arzt beim Erkennen von Lungenröntgen, ob der TBC hat oder nicht. Das ist jetzt die Eigenheit, wie ich unterrichte, mit Folien-Skripten. Also ich präsentiere nicht nur, sondern ich gebe die Leute die Möglichkeit, dass das nachher als Text nachlesen und nicht nur, ich mache es nicht über die Notizen, sondern ich mache es halt dann über Folien. Wir haben über das ja gerade gesprochen. What is Big Data anyway? Ich komme aus der DevOps-Ecke, ich habe im IT-Infrastrukturbereich gearbeitet, ich habe mit Oracle Cluster gearbeitet im Hochverfügbarkeit-Bereich. Meine Lieblingsdefinition kommt daher voran, der sehr technikorientiert ist. Die ist von Adam Jacobs aus dem Jahr 2009 und eigentlich schon relativ alt, aber für mich dafür zeitlos. Die gilt auch dann noch, wenn ich in Pension bin oder wenn mir dann das Zeitliche segnet, dann mit 100. Ja, okay, es ist aus den Pathologies of Big Data, aus den ACMQs. Warum ist eine Pathologie? Weil die Definition für Big Data sich eigentlich laufend ändert. Das habe ich gerade jetzt schon, glaube ich, ein bisschen skizziert von den relationalen Weg zu den Google-Technologien. Und das ist irgendwie pathologisch, weil so haben wir mal Excel als Big Data gehalten. Das war eine Revolution, ist schon lang her. Ich war dabei. Davor waren die Bänder, die wir tauschen haben müssen, 1000 Bänder. War einmal Big Data. Ja, lacht heute jeder.
Gut. Big Data should be defined at any point in time. Und das macht's eben zeitlos. As data whose size forces us to look beyond the tried and true methods that are prevalent at that time. Also wir müssen über den Tellerrand schauen müssen und wir müssen das Letzte rausholen aus unserer Hardware und aus unserer Software. Und wenn wir diese Herausforderung haben, dann ist Big Data, sagt er, und das ist zeitlos. Das kann morgen anders sein, aber die Definition stimmt dann noch. Er geht in dem Paper auch ein bisschen auf das ein, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da habe ich es nur mal als Zitat herinnen. Da steht im Prinzip das mit den Bandapparate, Excel und so weiter. Und er geht auch darauf ein, wie wir als Entwickler jetzt zu Big Data stehen müssen. Wir sind dann im Big Data Bereich gut aufgehoben, wenn wir uns diesen Herausforderungen stellen. To understand the true nature of the hardware. Was macht der Festplattencontroller genau? Ist er auf Write-Through oder ist er auf Cache? Macht einen riesen Unterschied bei Transaktionen und bei der Lesegeschwindigkeit, ob das eingestellt ist. Musst dich damit beschäftigen, wenn du das Letzte rausquetschen willst. Da muss ich hinwollen. Und mich nicht freuen, ich habe oben drauf geklickt und jetzt habe ich Antwort. Das ist dann Big Data von dem, der Einstellung der Entwickler her. Ja, KI, AI, Machine Learning wird auch immer im Kontext mit Big Data genannt, weil das jetzt State of the Art ist, wie man Daten analysiert. Das ist nicht mehr, ich habe so ein Regelwerk, da geht's ganz viel halt auch in Natural Language Processing, da geht's Richtung andere Methoden, wie man die Analysen halt macht. Ich stelle das NoSQL in Frage, weil das würde die alten relationalen Datenbanken jetzt komplett ausklammern und das ist eine Definition, die in meinen Augen die Newcomer sie ausgedacht haben, damit sie die alten Relationalen da aus dem Geschäft holen und sagen, ihr macht ja gar nicht Big Data und Oracle-Speicher, Petabyte und Hadoop, das der sehr oft genannt wird aktuell, speichert auch Petabyte. So, wo ist dann der Unterschied? Drum ein Klammer um das No. Ja, mit einer Datenbank bringt man es oft nicht hin. Das heißt, viele Hersteller oder Firmen, die Datenbanken nutzen als Speichermedium im Hintergrund von so einer Big Data Pipeline, verlassen sich auf verschiedene Datenbanken, die verschiedene Dinge gut können. Facebook zählt seine Likes mit HBase zusammen und speichert es dann immer noch in MySQL. So, die haben auch schon mal zwei und dann haben sie noch einen Social Media Graph, für den benutzen sie, hoffentlich stimmt es noch, eine selbstentwickelte Graph-Datenbank, die FlockDB. Da aktualisiert sich leider meine Folien schneller, als ich das Wissen aufbauen kann, oder veraltern die Folien schneller, als mein Wissen aufbauen kann. Ja, und der große Kunst ist, die richtige Datenbank für den richtigen Anwendungsfall zu finden, die richtige Programmiersprache für den richtigen Anwendungsfall und dass die ganze Pipeline von der Eingabe bis zum Auslesen von der Analytics, die muss insgesamt schnell sein, der Weg dadurch. Da kann man dann natürlich dazwischen durch Parallelisierung einiges machen, aber es nutzt mir die schnellste Datenbank nichts, wenn es dann in der Pipeline vor die Zeit verbrennt. Ja, wir sind aktuell aus meiner Sicht am Weg zu Datenplattformen. Data Lake ist auch so ein Stichwort, das gekommen ist nach Data Warehouse. Das war der erste Schritt so ein bisschen, dass man Schreiblast und Leselast getrennt hat. Das war einmal Big Data. Ja, NoSQL habe ich schon gesagt, den Durchbruch haben sie geschafft wegen die Many-to-Many-Beziehungen. Jeder Entwickler kriegt sonst graue Haare, wenn er sich das darum selber kümmern muss. Open Schema haben wir und Polyglot wird eine Zeit lang nur erhalten bleiben. Die aktuellen Challenger am Datenbankmarkt sind NewSQL. Das sind die, die behaupten, sie können mit ACID linear skalieren. Da habe ich gerade noch gesagt, das ist logarithmisch. Welche Folie stimmt jetzt? Sehr viele Leute kennen da die aktuellen Entwicklungen auch nicht. Für mich auch teilweise neu. Linux Scale ist einer der großen Challenger aus Europa, die sagen, wir wissen es besser wie alle anderen.
Plattform as a Service, muss ich mir entscheiden, Infrastructure as a Service, Plattform as a Service, darum heißt es ja Plattform, oder Software as a Service, das ist Excel und Word im Browser quasi aufrufen und die Daten liegen in der Cloud. Das ist, ich kümmere mich um die Applikation und meine Daten noch selbst und habe aber, wenn der sich um alles drunter schon kümmert und wer auf AWS hostet, der hat halt nur sehr viel selbst in der Hand und das ist quasi on-premise in der Cloud, da wird es dann begrifflich völlig wirr. Da habe ich nur die Hardware, wo nicht steht, das ist Serverless Computing dann, obwohl das immer nur auf Computern läuft. Da babylonische Sprachverwirrung, wohin man schaut. Ja, Cloud Computing ist das, was viele heute denken, dass es State of the Art ist. Was kann sein die nächsten disruptiven Sachen, von denen ich erwarte oder glaube, dass sie einen riesen Umbruch bringen? Ultra-RAM, Festplatten, die so schnell sind wie ein Hauptspeicher, dann brauche ich keinen Hauptspeicher mehr und alles, was ich mir überlegt habe, damit ich was in Hauptspeicher hole, weil die Festplatten zu langsam ist, alle diese Algorithmen sind obsolet. Das wird ein richtiger Krocher, wenn sich das wirklich durchsetzt. Ganz viele Dinge, die wir uns jetzt plagen, Hauptspeicher auf, Hauptspeicher runter, sind einfach weg. Ein paar machen schon Quantencomputing, kann man immer wieder schon was lesen, was die jetzt mit Quantencomputing gelöst haben, irgendein Euler-Problem aus dem, ich sag kein Jahrhundert dazu, Euler, und das hat der Quantencomputer lösen können, war bis jetzt unlösbar. Okay, ist das jetzt Big Data, geht ja nicht um viel, es geht glaube ich um 6 Kompanien mit 6 Rängen und nur irgendein andere 6 dabei und können wir die so aufstellen auf ein Schachbrettmuster, dass in keiner Zeile und Spalte der gleiche Regiment, gleicher Rang und das dritte ist mir gerade entfallen, aufstehen, das ist das Damenproblem im Prinzip vom Schachbrett, nur mehr eins sind hergespült und hat erst mit Quantencomputern gelöst werden können. Ist aber halt wenig Datenmenge, aber sonst bringt es keiner zusammen. Vielleicht ist das ja auch Big Data. Müssen wir ja, so, what is Big Data anyway? Ich glaube, man muss Big Data für sich irgendwo auch persönlich definieren. Für seine Firma. Man glaubt, man sollte vielleicht heute nicht mehr Bänder wechseln, aber ich glaube, dass man dann, wenn man an gewisse Hardware, Software, Performance, Netzwerkgrenzen stoßt, dass man dann schnell das Gefühl hat, an der Big Data Grenze zu sein mit den Definitionen Volume, Veracity, Velocity und Variety. Vor allem, wenn man jetzt mit den flexiblen Daten dann nicht umgehen kann, hat man im Datenmodell schon ziemlich viel zu tun und das ist was, was halt die Relationalen jetzt eh ganz gut gekontert haben, indem sie JSON als Datentyp unterstützen. Ja, how big is big for you? Man wird keine einheitliche Definition finden, die jeder nimmt. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke Markus, dass ich hier sein darf. Er sitzt da, falls man am Bild nicht sieht.